Währenddessen in der Fröbelschule. Andreas Klassenkameraden müssen nachsitzen und Christoph Grafweg helfen, die Schule aufzuräumen. Ein Jahr ist es jetzt her, dass der Rektor Lehrern und Eltern seine Idee Hartz IV im Unterricht vorgestellt hat. Viele waren entsetzt, erstaunt. Ist das realistisch oder gibt man damit die Schüler auf? Kann man das an einer staatlichen Schule machen? Vor Konsequenzen hat Christoph Grafweg keine Angst. Was sagen Sie denen, die Ihnen sagen, Sie nehmen den Schülern die Hoffnung damit, die Motivation? Welche Hoffnung? Frage ich nur zurück. Wenn ich den Schülerinnen und Schülern sagen würde, ihr könnt alles erreichen in eurem Leben, würde ich ihnen ja auch falsche Sachen erzählen, falsche Dinge erzählen. Und ich würde ihnen vielleicht unberechtigte Hoffnungen machen, die dann später enttäuscht werden, wenn ich nicht mehr da bin. Anfang Mai gibt es schlechte Nachrichten. Die Polizei und die Eltern sind auf der Suche nach Jasmin und Corinna. Sie sind von zu Hause weggelaufen, haben sich mit ihren Eltern gestritten. Laura und eine Freundin suchen mit. Sie vermuten, dass die beiden sich in der Nähe der alten Zeche verstecken. Und sie behalten recht. Du gehst nach Hause. Ich geh nach Hause. Du gehst nach Hause. Nein. Doch, du gehst nach Hause. Ich geh nach Hause. Corinna, hör auf mit dem Scheiß. Was hat mit deiner Mutter geredet? Hallo, sag mal, was hat deine Mutter gesagt? So egal, Mann. Ja, komm. Ich geh nach Hause mehr. Hast du dich gesetzt oder was an den Beinen? Nee, du bist. Hm? Du bist abgehauen für die Bullen. Warum? Du hier bist am Sportplatz. Wo übernachtet ihr? Autohaus. Ja. Was heißt das Autohaus? Da sind so Autos, da gehen wir rein. Autos, die zu verkaufen sind? Nein, die werden verschrottet noch. Vorne ist das, ne? Wohnwagen habt ihr gepennt, ne? Haben wir gesehen. Eure Decken lagen dann noch. Kippen. Wo wart ihr heute Morgen? Heute Morgen? Ab 10 Uhr. Weiß nicht. Wo wir rumgelaufen? Hier? Ja, und hier waren wir auch. Wir waren mit deiner Mutter hier. Weiß nicht. Die hat uns abgeholt. Meine Mutter ist voll fertig mit der Welt. Ich rufe die gleich an und sage, dass es dir gut geht, dass du morgen nach Hause kommst. Jetzt will Laura auch noch zu Jasmin. Aber die läuft erst mal weg. Was geht hier? Geh doch nach Hause. Jetzt nicht. Dann heute Abend? Nein, morgen. Wann will Jasmin nach Hause gehen? Morgen. Also habt ihr alles gesagt, morgen? Ja. Wie viele Tage bist du damit gewesen? 4, oder? Nee. 3? Ja. Reicht doch. Jasmin ist meine allerbeste Freundin, sie meine Beste, sie auch. Und wenn sowas passiert, dann passt ihr aufeinander auf? Ja, klar. Hast du dir Sorgen gemacht? Ja, sehr. Und wenn das passiert, wer sucht dich dann alles? Polizei. Ja, Polizei nur. Nein, deine Mutter auch sehr viel. Ja. Ich war mit ihr unterwegs. Im Auto. Die hat mir Kippen gegeben. Weil ich ihr geholfen habe. Wir waren im Autohaus, da waren wir Zeche. Da Freistraße, halt immer, wo wir sind. Mit Thomas, deiner Mutter und ich. Das Lippe ist kaputt, ne? Von der Kälte. Das war fertig aus. Wo hast du dich geschminkt? Gar nicht. Hast du eine Wimpertusche drauf? Weiß ich nicht. Hoffnung. Im Supermarkt haben sie sich heimlich die Haare gekämmt und die Wimpern getuscht. Am Kosmetikregal. Toll. Wo hast du dich geschminkt? In Kaufland. Im Supermarkt? Ja, wo die Tester sind. Die Augen machen. Schminke ist wichtig. Ja. Richtig so.
ich mach mit. Was hat der Marvin gestern gegessen? Nee, ne? Währenddessen in ihrer Klasse. Womit haben wir uns die letzte Zeit beschäftigt? Wer kann sich dran erinnern? Wem fallen denn noch so ein paar Worte ein? Lebensmittel. Lebensmittel ist ein gutes Wort. Nudeln. Kartoffeln. Spaghetti. Sind Nudeln. Heute im Unterricht, wie halte ich das wenige Geld zusammen? Was kaufe ich damit sinnvoll ein? Was brauche ich? Und vor allem, was brauche ich nicht? Merkst du denn manchmal, dass es irgendwie knapp ist zu Hause? Oder? Ja, das weiß ich. Aber jetzt in den Ferien hatten wir eigentlich so, dass wir nach Venlo fahren können. Wenn wir nach Venlo gefahren, war voll lustig. Wie lange? Einen Tag nur. Aber reicht ja. Auch das Unterrichtsmaterial ist an der Fröbel-Schule anders als an anderen Schulen. Christoph Grafweg verteilt Discounter-Prospekte. Aus den Angeboten sollen sich die Schüler ein Frühstück zusammenstellen. Möglichst billig. Warum kein Schulbuch? Diese Dinge stehen in den Schulbüchern nicht drin. Ganz einfach. Was steht da drin? Da stehen Aufgaben teilweise aufs Lebensfeld, mit denen die Schüler nicht verstehen können. Da werden mit Kilometern und Fahrradtouren gearbeitet. Hier, die Schüler machen keine Fahrradtouren. Die bauen keine Häuser. Aber die werden später Konsumenten und einkaufen müssen. Und ich denke, auf dieses Einkaufen und vor allen Dingen auf das preisbewusste Einkaufen müssen die genau vorbereitet werden. Und deshalb arbeiten wir hier mit den Dingen im Unterricht. Ja. Für Michelle gibt's jetzt erstmal Mittagessen. 55 Kinder werden in der Schule komplett von Frank Kamelski und den anderen Helfern der Mittagsbetreuung versorgt. 12 Uhr essen, dann spielen und Sport. Er guckt, dass das Leben der Kinder einen Rhythmus bekommt und sie in dieser Zeit ihre Ruhe haben. Michelle packt zu Hause viel mit an. Sie kümmert sich mit um die 6 Kinder ihrer großen Schwester. Hier ist Michelle mit Kindern im gleichen Alter. Pascal aus ihrer Klasse leistet ihr heute Gesellschaft. Schmeckt's? Ja. Gut. Wie geht's, Frank? Gut. Wie immer. Wirklich? Frank, was hast du am Wochenende gemacht? Du musst auf meine Kinder aufpassen.